Wer am Sonntag am Marienplatz gewesen ist, hat die Double-Party live miterleben können. Wer zu Hause am Fernseher den BR eingeschaltet hatte, schaute dagegen in die Röhre. Was war da passiert? Der FC Bayern verlangte vom BR, sich an den Sicherheitskosten für die Party zu beteiligen. Halbe halbe, so lautete das Angebot, aber der BR war nicht bereit, 150.000 Euro auf den Tisch zu legen. So heißt es von Karl-Heinz Rummenigge. Diese Veranstaltung kostet unglaublich viel Geld, kann ich sagen. Und wir hatten darum gebeten, ob sie sich überlegen könnten, vielleicht einen Beitrag dazu zu leisten. Und das haben sie dann abgelehnt. Aufgrund dieser Tatsache haben wir dann eben die ganze Veranstaltung heute von Sport1 übertragen lassen. Also übertragen worden ist sie nur eben von einem anderen Sender. Auf Sport1 und Sky konnte man tatsächlich Ausschnitte der Double-Feier sehen. Vor einer Woche, bei der Meisterfeier, war alles noch ganz anders. Diese Traditionsparty gab es für den FC Bayern und den Bayerischen Rundfunk wie immer kostenlos. Die Double-Feier dagegen nicht. Aber auch ohne den Bayerischen Rundfunk gab es ja was zu sehen. Es ist in der ganzen Nation oder in der ganzen Welt konnte man hier diese Feierlichkeiten heute sehen. Und das ist das Entscheidende. Wer der Sender ist, ist sekundär.